So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome to Lover 2 mit Makedonien. Ja, das muss ich leider selbst machen, ne? Aber jetzt noch nicht. An sich will ich das gar nicht machen. Das lohnt sich, glaube ich, nicht. Also, ja, es ist gerade ein... Ja, muss ich mal schauen. Vielleicht werden die auch rauskommen. Da muss ich mal schauen, ob ich das dann... Wenn sie rauskommen, anders mache, ob ich dann fliehe oder nicht. So. Ja, komm, machen wir trotzdem. Es ist zwar minus 8 Nahrung, aber momentan geht es uns gut. Vor allen Dingen, weil hier im Osten ist ja unsere Brotbackmaschine. So. Genau, hier habe ich ja die Elefanten verloren. Ich werde da jedes Mal drauf rumreiten, dass Alexanders Vermächtnis mal einen Elefanten hatte. Ich glaube hier. Ah, ja, genau, da war ja was. Stimmt! Das gehört ja mir gar nicht mehr. Eieiei. Fähigkeiten, das waren, glaube ich, nicht meine, ja. Gut. Ich muss niesen, schon wieder. Und jetzt, da ich es gesagt habe, muss ich nicht mehr niesen. Haha. So. Und der greift mich jetzt an. Das ist ja alles allerhand. So. Aber kannst du haben. Ist mir doch wurscht. Das hole ich mir eh wieder. So. Friedensabkommen mit Sparta. Warum wendet ihr euch auf diese Weise? Das bieten sie immer an, kurz bevor sie angreifen. Das heißt, er wird einen Ausfall machen. Er wird einen Ausfall machen. Oha! Okay, normalerweise ist es so, wenn welche... Der macht keinen Ausfall. Ha! Man lernt immer wieder dazu. Die Wolken sind dicht. Und der Dichter ist Dichter. Willst du mich verquaken? Ich frage mich immer noch, woher hat er diese Riesenballiste? Ich habe nirgendwo eine Balliste gekauft. Eine Werkstatt gebaut. Oder? Oh, nee, der hat auch Aspis-Hetairen. Und Petzerreitoi. Woher hat er diese krassen Einheiten? Ich hab da nichts mehr. Nee, das kann ich vergessen. Selbst wenn ich eine gute Gasse finde, seine Pikiniere sind so viel mehr. Machen so viel mehr Damage. Und haben bessere Rüstung, also. Die Seelen unserer Vorfahren Pikten haben keine Verwendung für Gold. Doch sie wissen, dass ihre lebenden Nachkommen. Also bin ich mit den Pikten im Krieg? Aber die fordern. Ich fordere. Okay. Jetzt kommen noch die Sklaven, dann komme ich. Einsatz von Söldnern, nee. Brauche ich nicht. Erlass annulliert. Sabotiert. Überfallen, natürlicher Tod. Agent erholt. Nach Hause zurückgekehrt. Kommandant, bla, blub. So. Alles klärchen, mein Bärchen. Jetzt kommen wir von hier nach da. Ja, nur Mut, nur Mut. Der hat hier nichts. So. Dann. Hier ist ein Elefant.
Der Elefant kommt dann später runter. So. Der bekommt dann seinen Elefant wieder. Haha. Für die Götter! Sie werden diese Siedlung einnehmen. Nachtangriff. 93%. Das Problem ist, wenn ich es automatisch mache, werde ich zu einer hohen Prozentzahl die niedrigen, die roten verlieren. Wenn ich selber spiele, dann nicht. Also wenn ich selber spiele, würde ich die ganzen, die mindestens 70 Einheiten haben, würde ich auf die Mauer schicken. Aber das Problem sind die Türme. Nee, ich mach's automatisch. Gut. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. So, die da. Schmarrn. Die da machen wir auch weg. Hier brauchen wir Hopliten und so weiter. Nichts anderes. So, super, super, super. Was machst du? Ach, du bist ja die rechte Faust. Wo ist denn die linke? Ist das die linke? Nee, das ist die in der Rand. Alexanders Vermächtnis. Warte mal. Hier könnte ich... den da machen. Der hat schon gemoved, aber der da bekommt nichts. Dann würde ich sagen, Alexander Stolz, du bekommst was. Eine Fertigkeit. Du bist ein Hinterhältler. Was machst du? Du schaust mal, was in Galek passiert. Ja, eine kleine Armee passiert da. Geh mal nach da. So, Gallische Konföderation Attentat. Das ist sehr schön. Das ist noch schöner. Du levelst mal ein bisschen. Na, Level im Krankenhaus. Level du auch im Krankenhaus. Was ist das denn für eine? Die ist nur Level 2. Hallo. Hier und da und dort und sowieso und warum nicht und Diamanten. So, dann schnappen wir mal durch. Ja, da. Warum nicht? Hier mache ich den da. Hier mache ich den da. Ich glaube, jetzt sind wir durch. So. Gut, dann werde ich mit Alexander Stolz mal ein bisschen die Gallische Konföderation in die Mangel nehmen. Hier ist halt... die 10.000 werden dann Ture nehmen, die... Alter, was ist hier denn für eine Sammelversammlung? Und die Wolken sind auch ein bisschen anstrengend. Die sind auch ein bisschen anstrengend. Das heißt, ich werde mal hier lang gehen. Ja, die sind noch nicht ganz so toll. Aber ich glaube, hier kann ich schon ein bisschen was verteidigen. So. Runde beenden und trinken. Trinken ist gesund. Das kommt natürlich immer drauf an, was man trinkt, ne? So. Die Konföderation macht natürlich wieder
Agenten-Action, deswegen habe ich da auch gerade nichts zu sehen. Jetzt wollen sie mir 3600 zahlen, aber ich will nicht. Ich will nicht. Ich will Italien haben. Ey, was machst du da? Was macht der da? Der will auch Friedensabkommen. Klientelkönigtum von Massilia. Nee. Das ist mir mehr wert. Zögere nur, weil ich euch nicht verletzen. Ach krass, nicht Angriffspakt mit mir beendet. Ach. Das wäre natürlich jetzt unpraktisch für mich, wenn die in Ägypten angreifen. Militärsabotage. Natürlicher Tod. Ach, krass. Jetzt geht's aber hier ab. Der geht dann danach dahin. Ja, ich glaube, die beiden können wir schaffen. Natürlich, die Altgeschworenen sind super heftig. Die werden schwer. Ein bisschen belagern können wir und dann währenddessen... Also, wenn es gut geht, wird er mich angreifen. Wenn es schlecht geht, dann nicht. Aber das... Wieso hat er hier nicht angegriffen? Das ist Hinterhalt. Ja, das mache ich automatisch. Aber in aggressiver Stellung, weil Hinterhalt muss man immer auskosten. Fraktion vernichtet. Das ist ja super. Jetzt gehe ich da rein. Hier heile ich immer noch. Ja. Hier, in die dürfen sich ausruhen. So, und was ist mit dir jetzt? Nabatea? Hast du ein Abkommen mit mir, dass du hier einfach durchrauschen darfst? Nee, hast du nicht. Hier bin ich, Eis. Warte. Seht zu, dass ich Profit in euren Worten finde. Nee, hast du nicht. Nee, komm, dann. Hallo? Krieg. Du Saubär. Geht einfach so. Ey. Bin ich jetzt... Wie bin ich jetzt eigentlich? Felsenfest, ja. Könnte auch sein, weil er einfach so bei mir reingegangen ist, ne? Also ich glaube, das hat auf jeden Fall ein bisschen was Bündnis im Krieg erklärt. Baubericht, Truppen rekrutiert, Haushalt erweitert sich. Alter, das steht hier nicht drin, hä? Dass der einfach hier reingekommen ist. Normalerweise steht das ja immer da. Okay. Quitri ist gerade ein bisschen anstrengend, würde ich nett formulieren. Achso, oh, verdammt, der hat ja einen Helden. Verdammt. Da geht er mal rüber. Der hat schon einen. Okay. Der räumt hier jetzt auf. Ganz gut. Aber den, wenn ich mit dem Krieg anfange, dann muss ich schnell sein. Also,
Hier muss ich die sofort angreifen. Hier muss ich den sofort platt machen. Das wird eine interessante Schlacht. Da muss ich eigentlich mit der rechten Faust dagegen hauen. Hier will ich ja kurz mal einen Spion machen. Und dann hier schauen, ob hier irgendwas näher kommt. Weil dann würde ich mit der... Ja, würde ich sowieso. Weil ich mit denen bin ich ja nicht im Krieg. Dann bin ich mit denen hier. Und pass hier auf. Die haben auch sau viele Kavallerieeinheiten. Meine Güte. Du brauchst noch ein bisschen. Wie lange brauchst du? 2 Runden. Ja, das geht. Das ist in Ordnung. Also ich kann noch einen Erlass erteilen. Einen Erlass erlassen. Wohlstand, öffentliche Ordnung ist eigentlich alles Jacke wie Hose. Warte mal, ich schau mal, wer wo. Okay, da regiere ich. Das heißt, Parteiloyalität. Weiter. Ermutigen euch eure Götter nicht mit anderen zu teilen? Karthago, was machst du da oben? Deren Forderung 12.000 und dafür bieten sie mir an, dass sie gegen die... Was? Willst du mich verquaken? Genau, die sind rausgekommen. Speichern. Ich glaube, das kann ich schaffen. Ich glaube, das kann ich schaffen. Wird schwer, aber mal schauen. Das wird super schwer. Ja, natürlich hat er High Ground. Also meine Hoffnung ist mit den Bogenschützen. Ich hoffe, dass meine Bogenschützen gut sind. So, mal schauen. Ich glaube, ich stelle mich hier auf. Und ich kann mich nicht so breit aufstellen. Nase juckt. Nam, 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 nam. So. Immer schön das Territorium in das Terrain euch zunutze machen. Also den Wald in der Flanke zu haben, ist auf jeden Fall ganz gut. Dann kann er nicht so krass angreifen da. Nachteil ist, dass ich mit meiner Kavallerie auch also hier ist überall, also bis hier vorne ist quasi Wald. Und ich müsste mit meiner Kavallerie, wenn ich meine Kavallerie hier verstecken wollen würde, müsste ich komplett außen rum, also muss ich nicht, ich kann auch durch den Wald. Aber um einen guten Charge hinzubekommen, müsste ich dann ziemlich weit außen rum. Aber ich glaube, das ist es wert. Ich muss halt schauen, dass er es nähert sich feindliche Unterstützung. Ich muss halt schauen, dass ich nicht so eine volle Breitseite von ihm bekomme. Wobei mir fällt gerade auf, er ist Kälte. Kelten sind im Wald besser. Kelten kämpfen im Wald besser.
werde mal die Kavallerie ein bisschen vortun, damit ich weiß, wann er kommt. Ich könnte mich auch irgendwie... ich könnte mich auch hier aufstellen. Ja, komm, das mache ich. Das mache ich. Vor dem Wald quasi. Dass er nicht mit voller Wucht auf mich trifft. Und ja, dass hier die Flanke ein bisschen geschützter ist vor der Kavallerie. Weil im Wald brauchen die ja immer... Und vor allen Dingen, genau, im Wald brauchen sie länger, um an mich heranzukommen. Und währenddessen können meine Bogenschützen schießen. Und das ist glaube ich, ganz gut. Währenddessen können meine Bogenschützen schießen und machen ihn ein bisschen schwitzig. Oh. Mein General ist natürlich auch noch eine grüne Bohne. Grün hinter den Ohren. Wieso geht er weg? Du greifst doch an. Also er greift dann komplett geballt an. Das ist natürlich auch nicht so geil für mich. So, das ist schon mal eine schöne Phalanx. Nahkampfinfanterie bereit. So, da wollen wir mal schauen. Okay, der verbindet wirklich seine Armeen. Beziehungsweise macht ein Kundenmodell. Also schickt zuerst die Verstärkung. Und seine Armee geht ganz nach hinten. Ey, komisch, egal. Okay, ich tue mal meine Kavallerie hier rein. Genau, ja, okay, das war nur ein bisschen Kuddelmuddel von ihm. Okay, ich musste mich auch ein bisschen an ihn richten. So, er kommt so. Mal schauen, ob man das spürt, dass durch den Wald, dass er da länger braucht. Wäre natürlich super. Die Kavallerie sieht er gleich. Jetzt sind die Altgeschworenen, genau. Freiherrbanner, wilde Schwertkämpfer. Ja, mal schauen, ob wie meine Silber Leinenpanzer Schwertkämpfer gegen ihn auskommen. Der sieht die, ne? Ja. Der baut sich halt extrem breit auf. Das ist sein Vorteil, mein Nachteil. Er kann sich's leisten. Nahkampfinfanterie. Baut sich halt komplett breit auf. Hier, die Reihe wird auch noch bis hier wahrscheinlich ausgebreitet. Uiuiui. Ich glaube, dann ziehe ich mich komplett zurück.
Tribunos! Ich glaube, anders. Wenn er eine kompakte Aufstellung gemacht hätte, dann hätte ich nicht so ein Problem gehabt. Aber ich meine, ich stand jetzt hier, also sagen wir mal hier, so breit, und dann wird er mich so oder so einkesseln. Ja, ich muss mich zurückziehen. Auch wenn ich hier jetzt schon die ganze Zeit Dauerfeuer machen konnte. Oder gekonnt hätte. Gekönntet. Ja, denn das hätte nichts im Rad. Der hat die richtige Formation gewählt. Sagen wir so. Ja. Können wir ein bisschen vorspulen? Genau, hier ist er jetzt. Ja. Jetzt ist er für mich auch ein bisschen besser. Weil erstens, er kommt nur von hier hin. Und zweitens, hat er jetzt nicht mehr so seine breite Aufstellung. Also jetzt kommt er halt so tümpelweise hin. Er ist halt jetzt durch den Wald ein bisschen geschützt von meiner Kavallerie. Das heißt, ich werde hier die verstärken. Und hier müssen zwei reichen, weil hier werden die Kavallerieangriffe von mir kommen und hier, die da müssen zu dritt aushalten. Weil hier werden vorerst keine Kavallerieangriffe geschehen. Entschuldigung. Mal was trinken. Wir sind schon wieder bei 30 Minuten. Also ich würde schätzen, dass die Schlacht... Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Auf jeden Fall so 20 Minuten noch dauern. Nackte Krieger. Wir haben nicht so viel Rüstung natürlich. Wilde Schwertkämpfer. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Boah, hier ist halt... enorm. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Wir gehen jetzt mal dahin. Auf jeden Fall die Fernkämpfer hier ausschalten. Unser General wird angegriffen. Zu euren Diensten. Das ist schon mal wichtig. Schon mal super. Und die bleiben einfach hier stehen und lassen sich abschießen.
Ach, es ist wieder herrlich. Zwei Reiter greifen an und die anderen werden vernichtet, weil sie einfach da stehen bleiben. Das ist so schön. Doch alles mal ganz gut aus. Das sieht jetzt mal schlecht aus. Das passt. Das sieht auch gut aus. Das sieht jetzt nicht mehr gut aus. Weg, 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 weg. Das war sehr wichtig. Das war schon mal sehr wichtig. Die sind halt schon fast tot hier. Echt bitter. Sich mit der Kavallerie auch in den Rücken chargen, damit die Moral langsam fällt. So, warte, mit der mit denen werde ich jetzt hier volle Kanne angreifen. Den beiden wieder raus und wieder rein. Und hier rein. Wieder rein. Wieder rein. Wieder raus, wieder rein. Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Makedonien! General! Amesos! Bereit zum Einsatz! Kommandant! Hebeirenreiterei! So, die Kavallerie wieder raus, wieder rein. Und so reiten wir den Hengst. Was? Entschuldigung. Befehle? War nicht so gemeint. Hesalische Kavallerie! Durchbrecht die Linien! So, Reitgeschworene. Hier ist niemand mehr, ne? Hat ihre gesamte Munition verbraucht. Das war ein Kampf. Das war ein Kampf. Warte, ich mach. Meine Kavallerie bekommt die Ehre, den General zu töten. Eieiei. Der feindliche General ist tot. Habe ich jemanden krass verloren? Also. Ja, ein paar von denen sind geflohen.
Knapper Sieg. Auch gestellt 1-7, der 4-2. Getötet 3-3, verloren 3-4. Ja, die Kavallerie war ausschlaggebend hier. Und dass die so lange ausgehalten hat. Ja, der ist tot leider. Der eine ist leider gestorben. Ja, genau. Aber sonst richtig, richtig sauber. Ist halt jetzt der Kacke mit der Stadt, ne? Das ist halt jetzt unpraktisch. Ach, sieh mal einer an. Ne, aber das machen wir das nächste Mal. Aber das kämpfen wir auch. Wir haben den Vorteil, dass erstens er greift uns an, das heißt wir können uns einbunkern. Zweitens, wir haben Balliste, die macht ein bisschen Damage. Und vor allem, ja hallo, wir haben fünf, wir haben fünf Pikiniere und Hopliten und was will der? Ui, ja okay, er hat fünf Eidgeschworene, okay. Gut, ja, das kommt dann nächstes Mal. Danke fürs Zuschauen, ich hoffe, euch hat's gefallen. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, bye bye.